Hallo meine Pupas, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. In diesem Video habe ich ein Mega-Haul, weil ich habe so lange keinen Haul mehr gemacht. Ich habe jetzt versucht, die Sachen, die ich in den letzten Monaten gekauft habe, wieder zu finden, weil ich sie euch zeigen möchte, weil es wurde so viel angefragt, ob ich wieder mal ein Haul-Video machen kann. Und ja, fangen wir an, weil das wird zu lange sonst. Lange, ja. So, fangen wir an. Als erstes fangen wir an mit dem Kleid, das ich denn anhabe. Ich kann leider nicht aufstehen, es ist, ihr seht das, es kommt mir vor ein bisschen so wie die Oma-Kleider, die italienischen Omas immer anhaben, weil die ziehen immer so ein Kleid drin. Okay, die haben nicht so einen Ausschnitt, aber sonst vom Muster her, so wer italienische Eltern hat oder Verwandte weiß, was ich meine. Also ich hoffe nicht, dass meine Oma so einen Ausschnitt hat. Jedenfalls, das Kleid, das ist von Guess, ich finde das sehr süß. Es ist, es passt sich sehr am Körper an, also ist sehr körperbetont, es ist wunderschön. Das, alle die Sachen, die ich jetzt zeige, die soll es eigentlich noch zu geben, zu haben, zu kaufen geben. Und ja, ich habe das bei Guess gekauft, weil ich war in Milano vor einigen Wochen und da war so viel, es war also runtergesetzt bei Guess, keine Ahnung wieso, weil es eigentlich keine Sale-Zeit und ich habe sofort zugeschlagen. Ist möglich, dass vielleicht gerade diese Guess vielleicht zumachte. Jedenfalls, das ist alles von der neuen Kollektion. Dieses sexy Kleidchen mit Blümchen. Und ja, das habe ich gekauft bei Guess. Ich fange es nicht von Marken, ich zeige euch nicht von jeder Marke, was ich gekauft habe, weil es ist alles hier so. Ja, ich habe dann noch coole Schuhe. Die zeige ich am Schluss. Okay, dann habe ich bei Zara habe ich dieses coole Jäckchen gekauft. Dieser Blazer. Der ist so cool, das ist richtig so ein Fuchsia, ein Pink, ein Knallpink. Ihr werdet sehen, ich habe viele pinke Sachen gekauft. Dieser Blazer war mega toll, ich weiß die Preise leider nicht mehr. Ich habe den jetzt auch schon viel mal angehabt, der ist wirklich cool und auch so für Business Meetings und so, obwohl er, ich bin ja knallig mit dir. Die Lippenstifte sind von Clinique, ich muss auch ein Video über das machen, die sind so cool, aber jetzt kommen wir zum Haul. Jedenfalls, das ist ein Blazer, der ist von Zara, ich liebe den über alles. Den gab es in verschiedenen Farben, aber leider meine Größe gab es nur noch zum Glück in diesem Pink. Das nächste Stück sind ein paar Hosen bei Telly Whale. Schaut unbedingt vorbei. Ich habe irgendwie nur so 30 Franken oder 39 Franken für diese Hosen ausgegeben. Jetzt geht es ja wieder in Mode, so dass diese verrupften, diese zerfetzten Jeans, oh mein Gott, die sind so cool. Eben für nur 39 Franken in der Schweiz. Bei euch, falls ihr nicht aus der Schweiz seid, kostet sicher noch weniger. Also das sind meine absoluten Lieblingsjeans. Die kommen auch in die Wäsche, weil ich habe die so viel mal angehabt. Dann habe ich als nächstes, das ist auch wieder ein von Guess, ich habe drei Kleidchen von Guess gekauft. Das habt ihr mir sicher auch schon auf Instagram gesehen. Unten werde ich euch den Link, meinen Link, direkten Link verlinken, falls ihr mir folgen möchtet. Das ist mein absolutes Lieblingsteil, also das Lieblingskleid. Das ist so ein Koralle, auf der Foto sah es irgendwie so mehr so rötlich aus, aber das ist Koralle. Ich hoffe, es verfälscht nicht in der Kamera. Das Kleidchen ist so süß und ist schulterfrei. Es ist wirklich sehr sexy. Dann habe ich, oh mein Gott, ich muss euch was gestehen, ich bügel nie, nie. Und wenn mein Freund Hemden hat, dann sage ich, er soll das bitte in die Lavanderie bringen, dort wo man Sachen zum Waschen bringt, weil Hemden kosten ja nicht viel, es gibt so Offerten, aber zum Glück benutzt er fast nie Hemden. Ich habe jetzt das versucht zu glätten, ich muss meine Schwiegermutter bringen, weil ich war nicht im Stand. Das ist von H&M, schaut das auch vorbei, das ist, schaut doch das an, das ist so cool. Das ist auch so ein Jäckchen, also so ein Blazer. Ich hoffe, ich kann euch das ungefähr zeigen. Ja, das ist eben, ich habe es nicht gut bügeln können und das sieht so cool aus. Ich kann euch das vielleicht mal anziehen. Das passt vielleicht jetzt nicht. Ich hoffe, man sieht es ungefähr. Also, ja, es ist wirklich sehr toll. Ich habe es sehr geliebt, es ist sehr elegant. Aber jetzt muss ich das meiner Schwiegermutter bringen, weil ich nicht imstande bin zu bügeln. Das habe ich gekauft. Dann ein absolutes Schnäppchen, was ich euch auch empfehlen kann. Das habe ich auf Instagram gesehen. Bei New Yorker kann man diese coole T-Shirts kaufen. Das gab es, ich habe mit Ariel, weil ich liebte über alles Ariel. Es gibt es auch mit Schneewittchen und mit, wie heißt das schon wieder, Dornröschen. Aber ich glaube, das war Dornröschen. Nee, Schneewittchen ganz sicher. Und das andere war, glaube ich, Dornröschen oder irgendetwas. Bella Dormentata, ja, ich glaube. Jedenfalls, ich habe das nur das genommen, eben von New York, das hat nur so, in der Schweiz habe ich 13 Franken für das bezahlt und das ist so cool. Okay, meins ist ein bisschen dreckig, sorry, ich muss es nachher in die Wäsche tun. Und ja, hier steht drauf, don't mess with a princess, also das ist so cool. Ich habe das auch in meinem Follow Me Around drauf gehabt, ich denke, das Video ist noch nicht online. Dann habe ich ein anderes Kleid von wieder von Guess gekauft, das ist auch ein bisschen mehr sexy, ein bisschen durchsichtig, also man muss da etwas drunter anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist durchsichtig.
Dann hat sie so, es ist auch wieder sehr alles körperbetont. Und dann hat sie so einen Kragen mit so Perlenmuster, also so, damit es wieder eleganter macht. Aber man muss unbedingt etwas drunter anziehen, weil sonst ist man zu nackig. Das. Kommen wir zu den Schuhen. Dann habe ich habe diese natürlich alle schon benutzt. Dann sind diese auch von Guess. Ich liebe diese überall. Sie waren so toll. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt in diesen, weil ich fast immer Jeans trage, habe ich das gekauft. Also diese Farbe, die gibt es glaube ich auch in Weiß. Diese jetzt ist wieder mega so Korkenform in Mode und ich habe jetzt 3 Paar davon gekauft. Kommen wir zu den nächsten Schuhen. Die gibt es bei Butter, die gibt es auch, alles gibt es noch. So, die sind so cool, die gibt es auch in Schwarz und die waren gar nicht teuer, glaube ich, so 49 Franken oder 59. Die gibt es auch in Schwarz und ich finde die voll cool. In Schwarz sticht einfach das ist so Roségold, mehr raus und das hat mir jetzt mehr so gefallen. Weil in Schwarz habe ich bei Butter diese Schuhe gekauft, noch dort war eine Aktion, kauf 2 und auf das zweite Paar hattest du 20% Rabatt. Und diese gab es auch in diesem hellen Ton, aber ich habe sie jetzt in Schwarz gekauft. Dann war ich bei Brandy. Ich wusste nicht, dass wir in Lugano Brandy haben. Ich bin so dumm. Das gibt es sicher schon seit Jahren. Ich bin immer daran vorbeigefahren. Mit meiner Schwester war ich dort. Und, okay, das muss ich genau zeigen. Ich habe ein Oberteil gekauft. Das war so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, auch ein Muster. Das kostet nur 14 Franken. 13 Franken. 14 Franken gekostet. Das ist so ein Teil, das ist rückenfrei. Jetzt hoffe ich, dass das so... Ich war mit meiner Schwester und ihr hat es auch gefallen, aber sie hat gesagt, ich soll es nehmen, sie möchte es nicht mehr. Also es ist sehr... Ich habe ja hinten am Rücken ein Tattoo und dann sieht man mega schön das Tattoo. Also es ist wirklich... Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen vorstellen, wie das ist. Ja, das habe ich gekauft bei Brandy. Und dann habe ich... Oh mein Gott, das gab so coole Schlüsselanhänger mit diesen Gesichtern von Emojis, heißen die, ja. Und ich habe jetzt das gekauft und dann habe ich noch ein anderes gekauft. Ich hatte eigentlich das für meinen Freund gekauft und dann gab es das Kaki, das Stück Scheiße, das sympathische Stück Scheiße, wie sagt man das? Ja, das lächelnde, ja, das hatte ich für mich gekauft, aber mein Freund, wo er das gesehen hat, er so, jetzt hat er das genommen und hat das Autoschlüssel getan und jetzt habe ich das, aber ich möchte nochmal dieses sympathische Kaki, ja, Schweizerdeutsch besser, kaufen, weil das war so cool und ja, das. Dann als nächstes, mein Freund hat mir einen Selfie-Stab gekauft. Ich bin fast ausgeflippt, weil ich wollte das eigentlich kaufen. Ich weiß nicht, ich habe die immer gesehen. Ich wusste nicht, sind die dumm, sind die cool oder sind sie schon so peinlich, dass sie wieder cool sind, was ich meine. Und dann kann ich jetzt meine, ich habe es noch nicht benutzt, aber ich kann, ich bin euch noch nicht mehr scharf. Jetzt kann man mega weit rausziehen und dann kann ich hier meine Cam, die ich immer benutze, zum Herumlaufen nehmen, zu filmen. Und dann ist sie, das ist halt auch wireless, ich kann hier drucken und dann drücken und danach fängt es an zu filmen oder es war auch dran für das Handy dran zu tun. Dann vom Handy habe ich ein neues Cover gekauft, das ist mein Samsung S5, ja? Muito. Muito möchte ich auch ins Video. Und keine Ahnung, das habe ich in meinem Schweizer Online-Shop gekauft, das hat 9 Franken gekostet, nicht speziell, ist einfach pink. Dann habe ich, bei Sephora, es kommen nachher noch mehr Kleider. Bei Sephora habe ich diese zwei berühmten, ich habe es schon ausprobiert, diese berühmte Creme gekauft, die Glam Glow. Einmal, das ist eine Probiergröße, die war aber auch recht teuer, das war 50 Euro oder 49 Euro. Und einmal, das ist das Scrub und das ist einfach die sonst die reinigende Creme. Also das wird nachher ganz schwarz, ich habe auch ein Foto auf Instagram gepostet, falls ihr schauen möchtet, Link in der Infobox. Und ich bin sie momentan am Testen, ich weiß nicht, ob die wirklich so toll sind. Dann habe ich noch, das habt ihr auch in meinem Follow Me Around Video mit den anderen drei YouTubern, zwei YouTubern, Schweizer YouTubern gesehen. Das sind für die Augen. Aber das eine habe ich habe sie fast alle schon aufgebraucht. Die ist jetzt noch für die Augen und das für das Gesicht. Also so richtig so ganz Gesichtsmasken. Ja, das sind einfach so Stripes für die Augen, für die Augenringe oder für, ja. Dann, okay, das ist jetzt auch versehen. Das habe ich mir nicht gekauft. Das gesendet von, nein, das war halt bei mir übergeben. Ich war beim Schwarzkopf-Event vom Gatobi in Zürich. Und dann hat man uns ein Goodie-Bag gegeben mit dem. Das ist das neue Mint Blowing. Das heißt, man kann das darauf spritzen. Draufsprühen und dann, wenn man zum Föhnen geht, es einfach schneller. Ich bin heute am Testen. Ich muss sagen, meine Haare trocknen recht schnell, aber mit dem geht es wirklich schneller. Aber ein Video, ich denke, es folgt noch ein Video für das. Dann, okay, komm, gehen wir weiter zu den Kleidern. Immer noch H&M. Ich versuche das Video so schnell wie möglich zu machen. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Dann, ich
habe auch Pink natürlich, das war in der Kasse, Wet Wipes gekauft, das ist einfach so zum die Hände zu waschen und die Tasche, das habe ich vergessen. Oh ja, und dann diese Socken sind von Hey Mugi, danke Hey Mugi, sie war in London und hat mir diese süßen Söckchen gekauft. Danke, merci Charlie, ich finde die so süß. Dann, ich habe das Wort sicher dann 10-mal gesagt, aber das ist egal. Das ist auch von H&M ein Top. Also ein nicht spezielles schwarzes Top, das gibt es sicher immer noch. Dann habe ich mir noch eine andere Jacke gekauft. Das habe ich auch, mein Gott, das habe ich vergessen, dass ich das gekauft habe. Das ist so ein Jäckchen, also das ist recht dünn. So ein Militär-Style. Das sieht so aus, das kann man eigentlich hier binden. Was so ein, also ein kleiner Mantel, das habe ich mir gekauft. Wir haben es fast geschafft. Dann bei Zara habe ich mir noch weitere Sachen gekauft, wo ich den Bericht gekauft habe. Und zwar diese Hosen. Ich finde die mega cool. Die waren auch gar nicht teuer. Die passen super. Ich habe ein bisschen Probleme mit Hosen. Also elegant und eng und haben hier doch ein bisschen so trendige Reißverschlüsse. Diese habe ich gekauft. Ah, und dann hier unten hat sie auch. Das heißt, auch wenn sie euch ein bisschen zu lang sind, kann man die mit hohen Schuhen anziehen und ein bisschen aufmachen. Sieht das recht toll aus. Dann kommen wir fast zum letzten Stück. Das ist meine Jacke, meine neue Lieblingsjacke von Zara. Ihr habt die sicher auch schon in meinem Vlog gesehen. Die sieht so aus. Die war auch überhaupt nicht teuer. Ich kann euch die mal zumachen. Die sieht so aus. Die ist mega cool, weil die ist unten eng und dann geht sie wieder auseinander. Ich denke, man sieht das besser von hinten, nehme ich an. Ja, man sieht es besser von hinten, nehme ich an. Und eben cool, Lederjacke, Lederlook. Und die war, glaube ich, nur 45 oder 49 Franken. Und mega stretch und wirklich auch hier mit Reißverschluss. Und ja, cool. Das letzte, was ich noch gekauft habe in den letzten Monaten, war für mein PC, für mein MacBook, eine Hülle. Ich habe mir jetzt gerade einen neuen MacBook gekauft, weil ich musste einen mit größerer Kapazität und Speicher und was auch immer haben. Und ich habe den anderen meiner Schwester gegeben, jetzt habe ich ein neues, aber ich habe ein neues Cover gekauft. Ich habe ein neues Cover gekauft, und zwar pink, ja. Die sind voll cool, siehst du auch, also siehst du, das war jetzt die teure Variante, weil man merkt, dass es wirklich, das wäre jetzt auch stoßfest, also wenn er am Boden fällt, soll es ein bisschen schützen. Und ich habe jetzt hier YouTube-Kleber drauf getan, natürlich. Und ja, so, ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen, ich hoffe, das Video ist nicht allzu lang und wir sehen uns beim nächsten Mal. Es würde freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschalten und macht's gut. Ich hab euch lieb. Tschüss!